Und herzlich willkommen wieder bei Victoria 3 mit Bremen. Und ich sag's mal direkt, es könnte wieder eine etwas kriegerische Folge sein, weil ich habe mir da ein bisschen was angeguckt und es könnte interessant sein. Und ja, in letzter Zeit ist sehr viel hier auch, naja, mit Karte anmalen oder so, auf jeden Fall immer mehr Provinzen zusammenkriegen. Aber ich finde, wenn man als Einprovinzler gestartet ist und jetzt dazu kommt, sich ein Großreich aufzubauen, dann hat das auch was. Es ist noch was anderes, als wenn man zum Beispiel mit Preußen startet und von Anfang an die ganze Zeit nur sich immer mehr Provinzen schnappt. Während hier mit dem Start als Einprovinzler war ja nicht abzusehen, dass ich so eine Gelegenheit biete. Deswegen finde ich, ist das eigentlich ganz nett, noch stärker zu werden. Und wir sind von der aggressiven Expansion her so inzwischen sowieso total unbeliebt auf der Welt. Also ist mir das inzwischen auch relativ egal. Was ich hörte, war Bayern anzugreifen. Und das wird dafür sorgen, dass Großbritannien und Belgien sich wahrscheinlich dem Krieg anschließen. Briten heißt natürlich Flotte und so, wobei die haben gar nicht so endlos viel mehr Schiffe. 86, wir haben 40. Vielleicht können wir wenigstens hier das halten. Und die Kolonien werden wahrscheinlich vorübergehend weg sein. Aber ansonsten, wenn Belgien dabei ist, könnten die vielleicht hier was erobern und hier was erobern. Und nutzen, dass Österreich weiter irgendwie in seinem Aufstand ist. Wir mit Russland nur eine kleine Grenze haben. Und die französische Armee würde ich jetzt auch nicht zu stark einschätzen, wenn die hier kürzlich erst gegen diesen Aufstand verloren haben. Sollten natürlich noch ein paar Generäle dazu einstellen und auch einen Admiral. Also sie haben hier erstmal in Rhein, da kann noch einer hin. Und Bittenfeld oder Leistikow. Ist leichtsinnig. Ja, das bringt wieder so viele Patzer rein, das will ich nicht. Dann nehmen wir den anderen. So, und in Norddeutschland noch wenigstens einen weiteren Koffer oder wieder von Bittenfeld. Nehmen wir den nicht leichtsinnigen und hier und zwar noch ein wenig befördern. Eben sehen. Jetzt hier haben wir noch jede Menge Soldaten, die nicht kommandiert sind. Sonst befördern wir euch beide nochmal. Habt ihr beide 60.000 Mann? Das passt schon. Hier könnt ihr auch noch ein wenig befördern. Weil Bürokratie ist ja ohne Ende da und wir kriegen gleich auch noch ein bisschen frei. Oder hier in Norddeutschland können wir sonst noch einen General einstellen. Einen sorgfältigen Offensivplaner. Das hier, plus 5% Offensive. Auch schon mal plus 10. Das klingt gut. Können wir den auch schon mal ein gutes Stück befördern? Ja, okay, sonst stellen wir noch einen General ein, der dann hier den Rest nimmt. Ein tapferer Forscher, er ist halt immer noch der Leichtsinnige, den möchte ich jetzt nicht unbedingt. So, und dann wirst du auch noch ein Stück befördert. Dann haben wir auch eine gewisse Variabilität in den Akkus, weil wir halt so viele Generäle haben. So, und dann wenigstens ein Admiral, der vielleicht hier uns zumindest vor Landungen schützen kann. Norddeutschland. Okay, was haben wir hier? Das ist ein innovativen Forscher, der beliebte Marineexperte. Das klingt gut. Oh, er hat hier schon mal minus 10%. Doch nur erfahren und nicht Experte. Oder sagen wir, nehmen hier Heinrich von Braunschweig. Und befördern den auch so weit, dass er alle Schiffe hier kommandieren kann, die wir vor Ort haben, die vor allem schauen sollen, ob sie eine Landung abwehren können. Naja, und dann ist hier unsere Berufsarmee schon mal kommandiert und dann würde ich sagen, fangen wir gleich das Diplomatiespiel an. Aber noch ein, zwei Sachen. Da haben wir uns ein paar mit Embargos belegt, deswegen sind ein paar Handelsrouten hier inaktiv. Und eine Sache lohnt sich schon nicht mehr. Haben wir schon wieder gleich viel mehr Bürokratie. Und wenn der Krieg läuft, müssen wir vielleicht nochmal darauf zurückgreifen. Und vielleicht sehen, ob wir mit dem französischen Markt noch mehr arbeiten können. Hoffentlich. Naja, gebaut wird. Hier ist auch noch endlos viel auf der Bauleiste. Gut, worauf konzentrieren wir uns? Hier im Bayerisch-Hessen oder Rheinland.
Es wäre schon schön, die Stadt mal zu komplettieren, aber es wäre optisch gar nicht so viel Land. Deswegen würde ich sagen, gehen wir primär auf Franken. Das kann ja heiter werden und in der Diplomatie. Vielleicht schon noch hier und da mal wieder die Beziehung ein bisschen. Verbessern, falls es irgendwo geht. Aber so, dass immer noch genügend drin bleibt. Dass wir, also wir haben zwar viel aggressive Expansion, aber dass es zumindest etwas weniger wird. Doch mal hier nach Italien. Weil die beschädigen da schon. Oder Spanien. Obwohl, nee, dann sind wir. Komm, lassen wir es so und schauen mal, was passiert, beziehungsweise ein Gesetz war da noch. Ich fand es ganz interessant, unsere Einheitsregierung, mehr oder weniger, die waren quasi alle dafür beim Wahlrecht nochmal hier. 96% Zustimmung. Nur irgendwie die Grundbesitzer sind mal wieder dagegen. Und ein paar, ganz wenigen ist das egal, aber dann können wir darauf gehen, weil wenn das durchgeht, dann sind alle auch erstmal wieder glücklich. Plus 5 oder plus 10 und das ist, finde ich, auch ganz solide. Tja, ansonsten Bausektor baut weiter und jetzt mal sehen, ob hier Belgien und Großbritannien beitreten. Wieder zu mobilisieren kostet natürlich ein bisschen Geld, aber wir haben auch 25 Millionen auf dem Konto. Und zur Not können wir die Wehrpflichtigen auch noch einberufen. Können wir für auf unsere Seite ziehen? Irgendwen, die Schweiz. Ja. 16 Bataillone. Wir können natürlich auf jeden Fall mal nachfragen, was sie haben wollen. Und ob hier Großbritannien und Belgien wirklich beitreten. Finde schon interessant, wenn man dann noch in Belgien einfallen könnte. Da war gerade bei den Österreichern irgendwas. Deren Problem ist halt hier unten. Alle, die hier rebellieren, da kommen die ja gerade nicht ran, weil die Radikalen dazwischen sind. Das heißt, alle, die hier irgendwie südlich hier im österreichischen Einflussgebiet mal waren, kommen da gerade sehr, sehr gut raus. Dann haben wir eigentlich das bewegte Bild. Die Erfindung von Filmaufnahmegeräten und die Errichtung von Lichtspieltheatern überall in Bremen haben dazu geführt, dass sich eine aufkeimende Filmindustrie gebildet hat. Was sollen wir zeigen? Die harte Wirklichkeit? Vorderste Front des Geschichtenerzählens. Oder hier. Na, ich finde den Technikfortschritt schön. Lösung mit niedrigem Tiefgang. Turmschiffe sind auf die Verteidigung von Küsten ausgelegt und was ihnen an Hochseetauglichkeit fehlt, machen sie durch ihre Kostenwirksamkeit weg. Admiral, der neue Admiral, hat die Admiralität in Bremen darüber in Kenntnis gesetzt, dass seine Flotte jedwede Feinde aus bremischen Gewässern fernhalten können. Das klingt ganz gut, finde ich. Wenn wir vielleicht mal unsere Marinedefensive, nur so den Fall der Fälle. Und die sprechen ja alle von Turmschiffen. Ich weiß gerade gar nicht, ob die schon freigeschaltet, also hier drin waren. Ja, sie sind schon ausgelistet. Ja, und werden Großbritannien. Ja, da sind die Briten, aber ich will doch die Belgier. Und dann bei denen hier noch das ein oder andere Kriegsziel durchsetzen. Ich meine, wir können sonst auch einfach noch den Rest von Bayern nehmen. Oder das ist jetzt anscheinend so ganz, ne? Die Wolken ganz kurz stockt, eben lief es noch flüssig. Drückt mal einmal kurz auf Pause und schon. Na gut, sonst fangen wir schon mal an, ein bisschen die Generäle zu verteilen. Ich kenne jetzt natürlich auch noch nicht alle neue. Da der sorgfältige Offensivplaner. Gut, die Front bei den Herero ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Front gegen Bayern hier das Entscheidende. Ansonsten hatten wir hier noch, du tapferer Forscher, beliebt. Hier war auch noch ein Offensivplaner. Bringen wir mit euch schon mal die Front voran. Gut, und der andere bleibt hier, falls doch Belgien noch in den Krieg eingreift. Auch schon mal einer steht und
Ja, du bist zumindest auch direkt. Das ist auch so ein bisschen hilft in der Offensive. Du gehst auch da mit ran. Die anderen bleiben erstmal auf Reserve, je nachdem, wer jetzt vielleicht hier noch beitritt und wer nicht. Da sind die Belgier. Mit ihrer überragend großen Armee. Bist mal da und du kriegst noch jemanden zur Unterstützung. Aber irgendwer bleibt auch noch bitte in Norddeutschland, wenn die doch unsere Flotte überwinden und dann hier in der Nähe landen. So, und jetzt müssen wir mal eben bei den Kriegszielen schauen. Ja, in den Kolonien bin ich nicht so interessiert, aber Belgiens Beitritt gibt uns hier die Möglichkeit. Zum Beispiel auch Belgien zu erobern. Aggressive Expansion ist eh so viel, kümmern wir uns auch nicht mehr drum. Und natürlich in Bayern noch mehr. Achso, den Staat Bayern aus dem Land Bayern ist das. Franken haben wir schon auf der Liste, aber ich würde auch hier gerne mal diese Staaten komplettieren. Noch haben wir ein bisschen was und wir haben so viele... Es ist auch egal, sage ich mal. Jetzt können wir das auch endlos stapeln. 37. Können gar nicht ganz Bayern fordern. Nehmen wir aber doch Bayern selbst. Dürft ihr in Baden weiterleben? Könnt ihr mit 12 Punkten hier noch? Ah, wir können auch bayerische Kriegsreparation. Das finde ich auch cool. Gut, wahrscheinlich, weil alle Seiten hier jetzt gerade mächtig aufrüsten. Das ist ein bisschen auf die Performance. Inzwischen. Rufen könnten wir jetzt auch sowieso niemanden mehr. Ja, hohes Minus. Aber wir halten das eine Weile durch. Selbst wenn unsere Reserven verbrannt sind, können wir immer noch weit, weit Schulden machen. So, ihr steht da. Wir haben noch zwei Mann auf Reserve, falls hier irgendjemand kommt. Beziehungsweise hier hinten steht natürlich niemand. Ja, dann sollen die Westpreußen besetzen. Achso, jetzt am Markt. Wird es natürlich jetzt auch demnächst das eine oder andere Handelsproblem geben. Munition wahnsinnig teuer. Können wir vielleicht aus Frankreich da was importieren? Ja, von den Briten, ihr seid lustig. Ja, das wird doch eh abgefangen, nein, aber von den Franzosen aus dem Nachbarmarkt, das ist schon in Ordnung. Und irgendwo auf der Bauliste sind auch noch neue Munitionsfabriken. Da bin ich mir ganz sicher. So, sonst, wir haben da noch Württemberg und Hohenzollern, die aber jetzt aber nicht so spannend sind. Wäre schön, wenn hier Italien sich mal ruhig verhält. Wir waren ja auch sonst sehr, sehr gerne immer der gegnerischen Seite und haben genervt. Und Besitzer machen echt eine Protestbewegung auf, wo doch gefühlt alle anderen hier für das Wahlrecht sind. Der Standard verringert sich, ja, wir sind im Krieg, ein paar Handelsrouten sind weggebrochen. Wahrscheinlich ein paar Embargos noch verhängt und so. Alles, das wird schon. Und alles, was gerade teuer ist, es sind noch genügend Fabriken im Bau. Es wird schon für alles was dabei sein. Und wenn wir hier was erobern, wird sich das ja alles erst recht wieder beruhigen. Eben weiter die Frage, ob noch irgendwer mit reingeht. Okay, die erklären jetzt alle durchgängig ihre Neutralität. Oh, das nebenbei auch eine sehr schöne Tech, weil wir dadurch ja auch durch die Bevölkerung noch mehr Infrastruktur kriegen. Da gab es jetzt auch schon in zwei, drei Staaten ein paar Probleme. Ich hoffe, das löst das erstmal. Jetzt noch Frankreich und Österreich sich vielleicht für neutral erklären.
Kur macht einen Aufstand. Wer hat denn das denn wieder erlaubt? Es wäre mir fast egal, wenn die da hinten fallen. Wir sind jetzt hier. Also schön wäre es jetzt nicht, aber... Ja, dann halt so. Wenn wir das alles erobern, dann... Ist es schon in Ordnung, sag ich mal. Ja, Krieg mit Bayern, es ist kein weiterer beigetreten. Dann schauen wir mal. Ah, wir haben noch was abgeschlossen. Was haben wir hier zu den Maschinengewehren? Die Art, wie General Koffer gegen Bayern spezielle MG-Drucks zum Einsatz bringt, hat auf dem Schlachtfeld sehr vorteilhafte Ergebnisse eingefahren. Wir haben zwar noch keine Schlacht mit denen geschlagen, aber okay. Ich würde sagen, wir halten noch mehr Defensive. Oder er kriegt noch den standhaften Verteidiger. Ich würde sagen, du wirst standhafter Verteidiger. So. Also wir sind ja auch drastisch in der Überzahl in dieser Offensivschlacht. Die haben aber halt auch eine riesige Defensive mit allem, was man inzwischen so erforschen kann und so. Aber hier siegt die Masse. Sehr schön, auch mit einem gebrauchbaren Offensivwert, aber es ist halt schon heftig. Wie sieht es hier drüben aus? Oh, die bayerische Armee ist nicht ganz so gut drauf wie die belgische. Ist doch die Frage, ob die Briten überhaupt was machen oder sich das alles nur in Ruhe angucken. Und wie viel haben wir eigentlich... 274, also das ist jetzt auch egal. Auch wenn es für die Optik schon schön ist, wenn man ein bisschen was abbaut. So, die hier drüben sind gleich geschlagen. Die Belgier, wenn sich das nicht noch irgendwie ungünstig dreht, auch. Wir haben das allgemeine Wahlrecht und fast alle sind dafür und mögen uns dann jetzt erstmal. Dann hoffe ich doch auch hier, genau, dass unter anderem die Streitkräfte gerade loyal zu uns stehen, was uns auch nochmal einen sehr schönen Kampfbonus gibt. 30% halt in Offensive und Defensive. So ganz viel haben wir noch nicht erobert, obwohl hier auch ein bisschen was geht voran. Belgische Armee, das läuft auch. Ja gut, hier hinten verlieren wir vielleicht den Krieg. Da jetzt einen ganzen General hinschicken. Müsste halt hoffen, dass der mit seinen Konvois durchkommt. Jo, steh nach, komm. Weißt du was, du darfst es versuchen. Vielleicht kommst du ja rüber. Dann müssen wir die Kolonie doch nicht aufgeben. Und einer steht ja dann immer noch in Norddeutschland hier, falls die landen. Und unsere Flotte ist ja auch hier und beschützt die Gegend ein bisschen, falls irgendwer auf die Idee kommt, dass eine Landung hilfreich wäre. So, hier in Bayern wird weiter gesiegt. Deren Defensive ist aber auch echt überschaubar. Die... Ja gut, wenn man sich die Truppen anguckt, zum Teil noch gar nicht alles Truppinfanterie, sondern noch das Ältere und die haben da schon diese modernen Geschütze, also kein Wunder, dass die hier überrannt werden. Belgier leisten schon noch mehr Widerstand, die haben ja auch schon die ganzen guten Sachen. Können aber zum Glück hier, ich meine, deren Werte sind ja ein bisschen besser, aber unserer Masse nicht standhalten. Wird hier auch überall noch genug Achsen, niedriger Marktzugriff. Ja, ja, wir haben ja auch irgendwann die neue Technologie mit der Elektroeisenbahn. Und weil die halt Elektro ist, wäre es wohl nicht schlecht, wenn wir auch die Stromproduktion noch ein bisschen erhöhen.
So, ja, die Grenze ist hier leider auch nicht die größte gegen die Belgier, deswegen sind wir noch nicht zu weit vorgestoßen. Stimme der Revolution. Das klingt gefährlich. Bitte keine Revolution, wir sind gerade mitten im Krieg. Diktatur, ist der eine General vor Ort? Nein, in 23 Tagen wirst du da sein. Okay. Ah, jetzt hat sich das Ganze anscheinend in zwei Fronten unterteilt, weil wir hier auch an zwei Orten Schlachten schlagen. Aber es scheint weiterhin nicht das Problem zu sein mit der bayerischen Armee. Und jetzt siegen doch mal, ja gut, die Belgier, das wird schon ein bisschen, na doch. Okay, das wird diesmal nichts für unsere Seite. Das ist halt schon echt knapp, weil die auch sehr, sehr schöne Werte haben. Ja, und hier, das dürfte gleich besetzt sein. Briten befallen natürlich unsere Konvois. Aber ich würde die Flotte vor allem da lassen, damit hier vielleicht mal keiner hier einfach so landen kann. Jetzt haben die hier schon gar keine Armee, dann lauft mal eben durch und gewinnt diese Front. Dann wird der Teil Bayerns schon mal besetzt. Und hier geht das auch im ordentlichen Tempo voran. Belgien ist jetzt noch ein bisschen das Problem, weil die sich leider sehr, sehr gut wehren. So, ach so, ja. Du bist jetzt direkt auch an der Front dran. Den 72, das passt. Auch jetzt mal auch eine Schlacht mit sehr, sehr vielen Gegnern drin. Aber wir haben trotzdem einen großartigen Offensivwert. Nur leider ist unser General ein bisschen verwirrt, weswegen er vielleicht jetzt noch nicht alles erobern kann. Wie sieht es hier drüben aus? Na gut, die gegnerische Moral ist aber auch echt am Ende. Vielleicht gibt das noch. Mit ein bisschen Glück sind nicht mehr zu viele Bataillone von ihm drin. Auch wenn die Schlacht fast entschieden ist. Und es hält sich noch. Next, 5. Komm, wir haben noch 44. Das könnte noch ganz spektakulär kippen jetzt auf den letzten Metern. Vier. Wir haben 11 mal 2. B, die 2 gewinnen jetzt noch gegen unsere 44. Einer. Verluste sind natürlich fürchterlich, aber von der 0. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat die Masse am Ende doch noch siegen können. Was ist das? Sind die Briten da? Ah ja, tatsächlich. Die Briten haben Verstärkung geschickt. Aber wir können gleich aus Bayern die ganze Armee rüberwerfen. Das passt schon. Wie sieht es bei euch aus? Du überrennst hier hinten die Fronten. Das ist schön, dass dieser Aufstand gleich wieder niedergeschlagen wird. Irgendwas Kritisches. Niedriger Marktzugriff, was natürlich an den Überfällen liegt. Ja gut, eine Handelsroute britischer Markt ist natürlich gerade inaktiv und wir verbrennen eine Menge Geld. Aber wir haben auch noch 16 Millionen auf dem Konto. Also das passt schon. Das heißt, ihr macht jetzt erstmal die fertig. Und einer bleibt hier oben stehen, falls doch irgendwer die Flotte überwindet und da Stress macht. Achso, da ist schon der nächste Kampf dahinter. Die Briten sind im Angriff. Wir haben eine faszinierende Defensive von 213. Aber hier ist es auch mal wieder die Masse, die das macht. Aber mir gefällt, wie hoch der Wert ist, muss ich sagen.
Jetzt natürlich ein bisschen Pech gehabt von der Zuteilung, wie viele Gegner und wie viele eigene dabei sind. So, seid ihr hier unten? 71 gegen 10, ja, das sollte durch sein. Bitte mal, dass ihr ganz Bayern besetzt und dann bitte alle rüber nach Belgien. Dann gerade bei den Preisen Handfeuerwaffen noch in Ordnung. So, wir haben unsere Ziele bei Bayern durchgesetzt. Franken, Rheinland, Hessen, Bayern. Und das, was noch irgendwie übrig ist, darf Reparation zahlen. Baden, genau, die war noch da. Müssen wir mal eben ein bisschen eingliedern. Okay, das wird jetzt etwas eng. Wobei, die Teilstaaten, die hatten wir ja schon. Wäre ein gewisses Bürokratie-Minus erstmal. Aber ich denke, das wird schon passen. Okay, und die Generäle haben sich jetzt alle automatisch auf diese Front geworfen. Ich denke auch alle hier mit voranbringen. Oder soll doch einer verteidigen? Ja, der Koffer, der hat doch den standhaften Verteidiger gekriegt. Haben die Gegner hier etwas weniger Fortschritt? Du verteidigst da mal. Wie mache ich hier über? Gut, würde ich sagen. Der Aufstand ist fast komplett besetzt. Sezessionsbewegung möglich. Die Süddeutschen. Waren sie gerade besetzt und schon wollen sie eine Sezession machen. Achso, hier, achso, ja, diese Schlacht von hier eben läuft noch weiter. Hinter der Anzeige sieht man nicht so ganz optimal. So, ach ja, die ganzen bayerischen Kasernen und alles nehmen wir natürlich und die haben Opium drin, was wir aber nicht haben auf dem Markt und gerade auch keinen großen Hoffnung irgendwann mal holen zu können. Deswegen lasst das bitte draußen. Ach, die hatten auch einen riesigen Bausektor, wie es ausschaut. Anscheinend in Teilen wenigstens schon mal ähnliche Produktionsmethoden wie wir. Die hatten auch irgendwo eine Kunsthochschule, interessant. Nur mal eben wieder kurz bei den wichtigsten Sachen hier umstellen. Dass dann auch die ganzen neuen Fabriken bitte auch so arbeiten wie halt der Rest hier. Und dann wird sich das auf dem Markt schon alles irgendwann anpassen. So, was haben wir hier? Eine verwundbare Front in sonst wo. Ach, haben die Briten jetzt Einheiten nach Guinea gebracht? Tatsächlich, sind da einfach angelandet. Wo ist unser General von hier drüben? Achso, der hat hier wahrscheinlich alles erobert und jetzt ist er nach Hause gegangen. Das ungünstiges Timing, aber gut, sonst lass die Briten das halt besetzen. Weil wenn die Briten das besetzen, dann hat's, wenn der Aufstand sich das holt, dann ist es weg. Wenn die Briten besetzen, ist es jetzt nur für den Krieg besetzt. Und wenn wir Belgien haben und der Krieg durch ist, dann kriegen wir das irgendwann zurück. Die Stimme der Nation. So, eine Gruppe Komponisten aus der Kunsthochschule ist da. Und möchte eine Nationalhymne schreiben. Das könnt ihr gerne machen. Wir erhalten ein wenig Prestige. Wahlen sind auch wieder demnächst. Ernsthaft, wir haben fast ganz Belgien wieder verloren. So, wir haben, ja gut.
Das kann hier jetzt natürlich ein bisschen unangenehm werden, wenn beide Seiten so mit voller Kraft da draufhauen. Wir haben die Elektro. Sehr schön. Können wir irgendwas Militärisches machen? 5, 5, 5. Alles hier Stufe 5 Sachen. Will zum Beispiel in die nächste Form der Infanterie, für die wir aber noch Funkempfänger bräuchten. Oder die chemische Kriegsführung. Nur das ist natürlich eine Niederlage. Wir sollten vielleicht reinschauen, dass hier vor allem. Er hat sehr viel Offensive. Du solltest die Front auf jeden Fall voranbringen. Du hingegen, das hält sich ja nun in Grenzen. Oder hast du man auch 20 Offensive? Ist jetzt aber auch nicht endlos viel Offensive, wenn. Ach so, und ich glaube, er kämpft gerade. Du gehst dann gleich auch aufs Verteidigen. Und dann mögen die hier mit der Offensive lieber angreifen. In der Hoffnung, dass er hier Belgien besetzt kriegt. Die Briten jetzt auch wirklich da alle reingegangen sind und ein bisschen rumnerven müssen. Wie sieht's denn aus mit dem Kriegswille? Sinkt dahin, während unserer noch ganz solide ist. Ja, gut, und jetzt hat man natürlich auch hier Würfelpech, wenn wir eine so deutlich kleinere Truppe nur reinkriegen. Gut, der Aufstand in Papua ist zu Ende und das ist gleich alles britisch besetzt. Da werden Konvois angegriffen, aber Hauptsache ihr beschützt unsere Küste. Da haben wir die Funkempfänger. Interessant. Könnte man demnächst auch mal die Truppinfanterie angehen? Hier hat sich eigentlich die Partei. Oh, jetzt haben wir leider nicht mehr eine riesige Einheitspartei. Was jetzt auch drastisch an Legitimität kostet, weil die jetzt schon so viele Leute drin sitzen. Ah, die kleinen Bürger machen sich ja sehr sympathisch mit ihrer Parteizugehörigkeit. Wir müssen die vielleicht mal eben ein bisschen aufräumen. Es sind so viele Parteien drin. Ihr seid die kleinste Partei. Ihr, die Nazis und die Anarchisten, gehen mal aus der Regierung raus. Der Rest kann, glaube ich, drin bleiben. Dann haben wir direkt wieder ausreichend Legitimität. Und der Krieg da. Wir brauchen jetzt eine gute Schlacht hier. Oder gerne mehrere. Es scheint gerade gar nicht weiter fallen zu können. Weil wir halt, ja gut, die eine Schlacht gegen die Briten sehr blöd verloren haben, wovon uns nur so ein kleiner Teil der Truppen drin war. Von denen eine ganze Menge dabei war. Süddeutschland haben wir auch noch eine ganze Menge Einheiten. So, das, ja, nein. Viel zu viele Einheiten. Also ich bin schon, oder sollten wir selber versuchen, eine Landung durchzuführen? Ich meine, unsere Flotte ist ja da. Wir haben noch einen General. Jetzt nicht der beste General, aber während wenn die hier kämpfen, er hier eine Landung versucht. Was? Großbritannien? Großbritannien hat kapituliert. Ja gut, warum nicht? Während man also so darüber nachdenkt, wie man aus der Sache wieder rauskommt, gehen die Briten einfach aus dem Krieg raus. Dann dürften auch unsere Konvois wieder relativ sicher sein und die Kolonie auch nicht besetzt.
So können sich Probleme auch lösen, unerwartet. Ich glaube, alleine gegen die belgische Armee, das schaffen wir jetzt schon auf Dauer. Würde ich zumindest sagen. Aggressive Expansion. Ja, gut. 269. Und fast am Überlegen, ob wir jetzt nicht noch eine Landung durchziehen. Einfach, weil wir es können. Aber das muss der Admiral, glaube ich, machen. Beziehungsweise, wie viele Konvois haben wir über? So einige. Die braucht man auch für die Landung. Sieht zum Beispiel aus, wenn wir einfach mal in Flandern einfallen. Wer steht gerade da oben rum? Kein ungünstig aus der Front ziehen. Herr Kofka. Wir müssen die Belgier sich hier entweder aufteilen oder da ist keiner. Und jetzt ohne die Briten sollte das ja eigentlich ganz gut klappen. Hier haben wir noch wie immer die. Ach, jetzt werfen auch mal die kleinen Bürger ein bisschen rum. Das alles sehr kleinere Sachen, das passt schon. Wie eine kleine Niederlage unsererseits. Mal sehen, ob die Landung durchkommt. Tage. Am besten, während die ganzen gegnerischen Einheiten hier in der Schlacht gebunden sind. Aber jetzt brechen wir auch tatsächlich so endlich mal durch, weil wir Glück gehabt haben beim Würfeln. Ah, nicht zu laut sagen, es ist noch nicht eindeutig. Aber wenn hier die Schlacht läuft, wo anscheinend die belgische Armee drin ist, dass wir dann nochmal eben von der anderen Seite landen und dann vielleicht die ganze Starter mitnehmen. Schlacht im Ärmelkanal. Okay, wir müssen noch die belgische Flotte überwinden. Was aber ganz gut geht, weil wir haben mehr Schiffe, die auch stärker sind. Na gut, aber zu Land haben wir ja auch gleich gesiegt und dann muss man mal ein bisschen hier wieder alles eingliedern und wie so häufig die Wirtschaft in Ordnung bringen. Ja, und wir haben nur so ein bisschen Garnisonstruppe, was uns hier im Weg steht. Ist nicht der beste Offensivgeneral, aber die sollte er ja schon noch schlagen können. Sehr schön, dann von hier und hier, Belgien jetzt von beiden Seiten attackiert. Komm, wie weit muss der noch durchlaufen? Ein Stück noch. Wir haben hier drüben nicht eigentlich gerade gewonnen. Oder ist das noch irgendwie in der letzten Sekunde wieder gekippt? Na gut, sieht ganz ordentlich aus. Ja, der General kann jetzt durchlaufen. Oder okay, da stellt sich ihm immer so einer noch aus der Garnison entgegen. Aber das sollte nicht das Thema sein und die belgische Hauptarmee kommt ja auch von der anderen Seite Probleme. Also sehr freundlich von den Briten, einfach mal den Krieg zu verlassen.
Unser Bausektor baut gerade nicht voll, aber potenziell. Ja gut, ich war gerade abgelenkt. So, die bauen gerade neue Kraftwerke, was ja auch geplant war, bei der Eisenbahn jetzt auf Elektrozug umzusteigen. Weil das noch deutlich mehr Infrastruktur und Transport in alle Staaten geben wird. Aber mal wieder Stahl und Motoren ruiniert, wie so häufig eigentlich. Haben wir schon riesige Stahlwerke und es reicht ja doch nie. Wir mal eben weiterbauen, dass auch hier Leute zu tun haben. Nun auch hier und da. Oh, ihr habt auch noch ein Stahlwerk, das können wir auch noch gerne ausbauen. Toren, Kleidung. Also es fehlt ja wahrscheinlich mal wieder an allem. Geschätzt. Aber jetzt will ich mal eben hier in Belgien gewinnen und wenn das eingegliedert ist, dann haben wir noch so viele Fabriken. Die Belgier hatten halt wahnsinnig lange ein gewaltiges BIP pro Kopf, das jetzt aber auch uns zugutekommen wird. Und ja, nach dem Krieg ist erstmal wieder ein bisschen Markt aufräumen angesagt. Hatten hier noch so einen kleinen Teil südlich. Dann gleich komplett besetzt. Beziehungsweise es ist bereits komplett besetzt. Und jetzt deren Armee. Warum musst du jetzt verwirrt sein? Ehe, das reicht jetzt wieder nicht. Boah, dein Kriegswille ist auch schon im Eimer. Sehr schön. Belgien erobert. Okay, das sieht ja noch ein bisschen merkwürdig aus. Luxemburg müsste man sich vielleicht auch noch hin zur Abrundung des Ganzen. In der Personalunion mit den Niederlanden. Aber die Niederlande sind eines der letzten Lande, die uns halbwegs mögen aus unserer Umgebung, weil sie neutral sind. Ja gut, diese und die Skandinavier so ein bisschen. Ja, diese ganzen Angriffskriege machen einen natürlich nicht beliebt. Keine Frage. Aber was man hier noch an Land alles zusammenkriegen kann, ist doch faszinierend. Was wir hier nochmal alles an Fabriken haben, wenn wir die alle noch in den Markt integrieren, dann haben wir erstmal wieder Zeug. Natürlich müsst ihr hier nochmal eingegliedert werden. Ist das teuer? Naja gut, die Produktionsanpassung kann ich gleich auch noch wieder selbstständig vornehmen. Und ich muss doch sagen, das hat ganz gut geklappt. Die bayerische Armee war jetzt nicht ganz so gut drauf. Da konnte man einfach rüberrennen. Die Belgier waren besser, aber es war nett von den Briten, dass sie den Krieg irgendwann einfach verlassen haben. Weil dann die Belgier allein hatten dann schon Probleme und dann noch mit der Landung von hinten konnte man das Land überrennen. Ja, und es macht doch richtig Laune, so richtig expansiv zu sein. Was ich gerade allerdings sehe, ein bisschen das Problem, die Österreicher haben gegen ihre Radikalen gewonnen. Korrektur, die Radikalen haben gewonnen. Weil hier kein Kaiser mehr ist, sondern ein General. Aber hassen tun sie uns trotzdem, so wie die alten Österreicher. Er hat eigentlich jetzt alles schon Embargos verhängt. Bayern, Italien, Norddeutscher Bund, Spanien, Österreich. Müssen wir mal sehen, mit denen wir überhaupt handeln können und wie man jetzt effektiv den Markt erstmal wieder ein bisschen aufräumt. Landshut können wir sonst mal zurücknehmen. Aber ja, das Schöne ist auch, das Finanzielle hat gereicht. Wir haben immer noch 3,8 Millionen auf dem Konto. Ja, und müssen jetzt erstmal wieder bauen, eingliedern, alles hinkriegen. Aber hier die Eroberung von den Regionen 40 Millionen BIP. Der andere glaube ich auch. Ja. Und wenn die dann noch hier vollen Zugriff haben und alle voll arbeiten und von der Besteuerung, das wird was. Also dann denke ich, können wir auch mit großem Abstand die größte Weltwirtschaft aufbauen. Österreich ja, mit seinen 200 Millionen hinter uns, das und die ganzen neuen Soldaten, die wir auch durch die Kasernen haben, also
Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Verlauf. Man muss nur ein bisschen aufpassen wegen der Verrufenheit. Falls sich jetzt irgendwie, so wie bei Universalis, alle in einer Koalition zusammentun, das könnte schon unangenehm werden. Aber solange sie es nicht tun, kann man hier entspannt zur größten Macht aufsteigen. Und ich glaube, ich hatte es am Anfang schon gesagt, wenn man jetzt Preußen oder Österreich oder irgendwie Großen am Anfang gehabt hätte, dann, ja, da ist es ja klar, dass wenn man Glück hat, vernünftig spielt, dass man dann ganz gut wachsen kann. Aber als Einprovinzler gestartet zu sein und dann in so einen Modus zu kommen, das ist immer noch besonders schön, finde ich. Und macht deswegen besonders viel Spaß, hier immer mehr Land zusammenzuklauben. Naja gut, dann aber auch an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.